So, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium. Aufgabenblatt 5. Ja, ein paar Minuten verspätet, weil wir jetzt diesen Übergang mit dem DM-Tutorium noch. Nee, wie heißt das bei euch? Mathe 1 heißt das jetzt, ne? Also mit dem Mathe-Tutorium auf jeden Fall noch optimieren müssen. Aber es ist jetzt immer bis halb zwölf, ne? Nein, eigentlich bis um voll und sie haben ein wenig überzogen im Mathe-Tutorium und ja, kriegen wir hin. Ich brauche nur normalerweise ein bisschen mehr als 5 Minuten Vorbereitungszeit zum Aufbau, sonst wird es ein bisschen fehleranfällig. Und ich glaube, ihr wollt alle, dass es am Ende eine Aufzeichnung gibt. Oder die meisten. Genau, schauen wir mal. Wir haben heute ganz viel das Thema Gleitkommazahlen. Wir haben auch so einige Aufgaben, wo ich etwas dichter bei euch mal mit auf die Aufgaben schaue. Ich sag's mal so, Aufgabe 2 und 3 sind halt, ja, muss man sich so ein bisschen dann auch reindenken, was eigentlich hinter Gleitkommazahlen steckt. Gucken wir mal, wie wir da rangehen können. Fangen wir aber erstmal an mit Aufgabe 1, wo es darum geht, Berechnungen zu machen. Addition, Subtraktion und Multiplikation. Und gegeben sind Gleitkommazahlen gemäß IEEE 754. Netterweise steht auch noch einmal wiederholt, was diese ganzen Bits bedeuten. Wenn ihr euch an letzte Woche erinnert, IEEE 754, das erste Bit ist das Vorzeichen-Bit. Dann kommt der Exponent. Was ist das Wichtige am Exponenten? Was sollte man im Zweifel nochmal in Erinnerung behalten? Der Exponent ist in einem bestimmten Format. Ja. Genau, also es gibt quasi diesen Offset in dem Ganzen. Bei IEEE 754, der Access 127 Offset. Und dann kommen die Mantisse. In dem Fall in einem Hausaufgabenblatt sind das die ersten 8 Bit der Mantisse. Auch da nochmal kurz zur Wiederholung, in welcher Form, also die Gleitkommazahl wurde ja in eine bestimmte Art und Weise gewechselt oder umgewandelt, bevor man das in dieses Format geschrieben hat. Was wissen wir über die Mantisse? Ja. Muss halt zwischen 1 und der Basis sein und bei einem Binärsystem ist es halt sozusagen immer 1 Komma. Also können wir das 1 Komma halt, ist halt automatisch schon, gehört halt schon dazu. Also kann man sozusagen sich wegdenken, deswegen gehen wir halt nur die Nachkommastellen an. Genau, für IEEE 754 ist es dann immer ein 1, irgendwas als Mantisse. Es darf nicht 1, 0, irgendwas sein oder 0,1 irgendwas, sondern immer 1, irgendwas. Deswegen ist die 1 eine implizite 1 und wird dann auch nicht angegeben. Und das, was wir als Bits in der Mantisse hier haben, das ist dann quasi, das sind dann die Nachkommastellen. Das nochmal eben grob zur Wiederholung. Genau, wir schnappen uns. Ups, das war zu viel. Genau, wir schnappen uns mal zwei Zahlen und wir gucken uns dann an, was das eigentlich heißt. So, wer jetzt nicht so schnell geguckt und sich das gemerkt hat, was ich aus Versehen schon aufgedeckt hatte, die erste Zahl. Wenn ich das jetzt versuche, in eine Schreibweise mit Exponentenschreibweise zu tun, was wäre das für eine Zahl? Also jetzt nicht in Dezimal umwandeln, sondern einfach erstmal nur so als Binärzahlangabe, aber mit einem mal 2 hoch irgendwas als Exponentenschreibweise. Ja? Wäre das jetzt 1,01 mal 2 hoch und dann die 8 Bits einfach die im Exponenten stehen. Ja, also 1,01. Ich habe nochmal die zwei Nullen ergänzt. Das ist ja quasi der Teil aus der Mantisse. Das 1 hatten wir eben gespr darüber gesprochen, dass das immer implizit davor steht. Also ja, die Zahl in normalisierter Darstellung vorliegt. Und dann mal 2 hoch den Exponenten. Subtrahieren 127 in der, also 0 und dann Nummer 7 einhängen.
Genau, jetzt müssten wir halt genau das berücksichtigen, was davor eben auch schon richtig gesagt wurde. Der Exponent hat eben diesen Offset von 127. Und wir haben jetzt hier, das müsste die 131 dann sein in Binärdarstellung, minus den 127 vom Exponenten. Das heißt, unser Exponent hätte hier dann den Wert 4. Also wäre das ein 1,01 00 mal 2 hoch 4 am Ende, was wir in der Schreibweise haben. Das gleiche gilt dann auch für die untere Zahl. Ist jetzt bewusst einfach gehalten. Ist im Endeffekt eine 1 mit nur noch dann Nullen. Dann haben wir hier Exponent ist einer weniger, also 130 minus 127 wäre das, wenn wir den genauen Exponenten haben wollen und dementsprechend dann auch die Zahl jetzt theoretisch umwandeln können. Hier. In der Aufgabe steht ja, dass wir die Zahl auch in den Rechenschritten nicht in Dezimal umwandeln dürfen. Aber jetzt haben wir das doch theoretisch als Dezimalzahl aufgeschrieben, oder nicht? Wenn wir sagen 2 hoch 131. Genau, für die Hausaufgabe heißt es, ihr sollt das nicht umwandeln. Und mir geht es aber erstmal darum, dass ihr eine Vorstellung habt, was habe ich hier überhaupt für eine Zahl vorliegen. Also wir müssen rechnen ohne Umwandlung. Das ist ein richtiger, wichtiger Punkt. Aber für uns jetzt erstmal eigentlich die Vorstellung, welche Zahl ist das eigentlich? Also theoretisch müssen wir jetzt in der Hausaufgabe das alles in binär einfach so ausrechnen und dann auch in binär darstellen. Das einfach so ausrechnen. Genau, das ist jetzt so der spannende Punkt. Ich habe die beiden Formate hier gegeben und jetzt im einfachsten Fall soll ich das Ganze addieren. Was muss ich machen, wenn ich zwei Gleitkommazahlen addieren will? Da gibt es dann so mehrere Schritte, die ich dann berücksichtigen muss. Ja. Beide auf den gleichen Exponenten bringen, aber ich glaube, wir müssen die kleinere auf den größeren Exponenten bringen. Ich bin mir sicher, also man muss den größeren Exponenten entweder auf den kleineren oder andersrum anpassen. Ich weiß nicht, was genau. Also wir müssen beide auf den gleichen Exponenten bringen. Das ist der Grundsatz und in der Regel ist es dann der einfachere Weg auf die größere Zahl, also auf den größeren Exponenten, das dann zu skalieren. Grundsätzlich müsste es andersrum auch funktionieren, aber der einfache Weg ist eigentlich mal auf den größeren zu skalieren. Okay, das heißt, das machen wir doch mal. Also das heißt, Exponenten angleichen. Das ist das Erste, was wir tun. Die kleinere Zahl ist das b bei uns und das heißt, dass wir dann das, ja, der Exponent ist ja ein kleiner als a, das heißt, unser Exponent soll größer werden. Wohin muss ich dann das Komma verschieben bei der Mantisse? Ja? Genau, also der Exponent wird größer, dann muss die Mantisse kleiner werden, damit ich den Wert der gesamten Zahl nicht ändere. Das wäre ja dann zu berücksichtigen. Wenn ich in die andere Richtung schieben würde, dann würde ich die Mantisse und den Exponenten größer machen. Dann würde die ganze Zahl größer werden. Ich würde den Wert verändern. Also haben wir hier jetzt 0,1 und ein paar Nullen mal 2 hoch Exponent theoretisch. Das, gucken wir mal, wie schreiben wir es dann am saubersten. Also wir könnten den Exponenten jetzt als entsprechend dual angeben. Was hatte ich jetzt gesagt? 4 war das, ne? Dann wäre das 00100. Ich weiß, dass es früher auch in Ordnung war, an dieser Stelle bei gleichlautender Aufgabe das entsprechend so zu schreiben, dass man dann zumindest den Exponenten dann den angeben darf. Die Zahl ist ja trotzdem noch im Dualsystem.
Weil das hier ist so ein bisschen schwer zu lesen, missverständlich. Eigentlich auch nicht dann wirklich gut und schön. Gut, also wir haben den Exponenten angeglichen. Dann würde als nächstes welcher Schritt erfolgen? Wir wissen jetzt, wie beide Zahlen aussehen, wenn sie den Exponenten hoch 4 haben. Ja. Also dann können wir einfach addieren, weil wir sozusagen das, also wir können ja sozusagen den 2 hoch 4 ausklammern, nee, ausmultiplizieren und dann einfach die beiden addieren und hätten dann auch wieder mit Gleitkommazahl sowas. Genau, weil wir jetzt den Exponenten angeglichen haben, dürfen wir direkt addieren der Matrizen machen. Dafür brauchen wir dann auch nicht die komplette Zahl aufschreiben, sondern wir addieren ja quasi nur die Matrizen. Dann nehmen wir auch nur die 1,0100 plus 0,1 mit 5 Nullen. Und wir haben ein Additionsergebnis. Dann gibt es noch zwei Sachen, die wir gegebenenfalls, nicht immer, aber manchmal mit dem Ergebnis machen müssen, bevor wir das Ganze dann wieder in dem 754-Format angeben. Auf zwei Sachen müssen wir quasi prüfen. Also unser Ziel sollte am Ende sein, das Ergebnis wieder im IEEE 754-Format anzugeben. Das heißt, unser Ergebnis muss auch so vorliegen, wie eine Zahl nach gültiger IEEE 754-Schreibweise aussieht. Ich weise an der Stelle auch darauf hin, oder versuch du erstmal gerne und sonst habe ich noch einen Hinweis an der Stelle. Also ich würde sagen, wir müssen halt noch warten, ob die Zahl nicht ein, also sozusagen einen Übertrag hat, also dass es dann größer als 1 ist, also mehr als eine Vorkommastelle, weil dann müssen wir den Exponenten sozusagen nochmal wieder anpassen. Oder wenn vielleicht das Ergebnis negativ ist, das kann ja sein, dass wenn wir die addieren, da noch eine negative Zahl, oder ist das egal, dass wir sozusagen dann auch andersrum aufschreiben können. Also, es kann sein, dass wir einen Übertrag theoretisch kriegen. Ja, wir könnten, wir könnten eine negative Zahl als Ergebnis rausbekommen. Da müssen wir dann eben schauen, das dann nochmal umzuwandeln. Jetzt haben wir hier aber ein normales positives Ergebnis. Es gibt zwei Sachen, auf die wir dann aber achten müssen. Ist das schon eine Zahl oder eine Mantisse für das IEEE 754-Format? Ja? An sich nicht, weil das ja noch nicht 8 Bits hätte für die Nachkommastelle. Oder meine noch anders. Ich meine tatsächlich die Bits mit der Nachkommastelle, ist genau richtig. In dem Fall habe ich euch ja die erste, ich habe es nicht explizit gesagt und das war das, was ich gerade eigentlich nochmal hinweisen wollte. Ich habe hier nur die ersten 4 Bits sogar angegeben. Das heißt, in dem Fall müssten wir auf die entsprechende Zahl Bits runden. Wenn ihr 8 Bits habt, dann müsst ihr eben auf 8 Bits runden oder wenn die Angabe ist komplette Mantisse, dann habt ihr dann in der Regel keinen Runden, aber ihr müsst zumindest auf die eben gucken, wie viel Mantisse das ist. Also in der Hausaufgabe 8 Bits, hier sind es jetzt 4 Bits, das heißt, wir müssen das Ganze runden. Und eine Sache gibt es noch davor, die entfällt hier, deswegen ist sie euch vielleicht nicht so aufgefallen. Und zwar müssen wir nämlich gucken, ob wir die Zahl wieder normalisieren müssen. Das sollten wir vor dem Runden machen, weil sonst runden wir und stellen fest, wir müssen erstmal normalisieren und dann haben wir eigentlich falsch gerundet unter Umständen. So, entfällt hier aber, weil, wer kann mir sagen, warum das Normalisieren hier entfällt? Vielleicht etwas zu einfach gehalten, die Frage. Was hieß denn nochmal normalisieren?
Ja, sonst gerne nochmal. Wir eine Vorkommastelle haben, also und Vorkommastelle muss größer 0 sein, also 1. Und das haben wir hier halt gegeben, weil es 1,110 und das ist dann halt schon normalisiert. Genau, liegt schon normalisiert vor, weil wir haben 1,0 Vorkommastelle von 0 unterschiedlich. Beim Dualsystem kann es auch dann nur die 1 sein. Und dementsprechend brauchen wir es hier nicht. Hätten wir das Komma irgendwo anders stehen, dann hätten wir noch normalisieren müssen. Und dann. Zum Runden, heißt Runden in dem Sinne jetzt einfach nur, dass wir, wenn das steht, die 8 höchstwertigen Bits, dass wir einfach mal 8 Bits cutten, oder wenn jetzt zum Beispiel eine 1 danach gewählt, dass wir das dann aufrunden, wie wenn wir jetzt bei einer 5 im Dezimalbereich aufrunden würden. Also ich würde das kaufmännische Runden machen. Also das heißt das saubere Runden, dass ich dann eben schaue, wenn da eine 1 dahinter steht, dann würde ich aufrunden und eine 0, dann würde ich dann abrunden. Weiß jetzt gar nicht, ob wir das explizit, ob ich das auf die Schnelle sehen kann, ob wir das in der Aufgabe haben. Vermute mal, zumindest bei der Addition wird sich die Frage nicht ergeben. Ich versuche nochmal bei den anderen beiden Varianten dann auch nochmal zu schauen, ob ich es dann auf die Schnelle sehe. Aber ich habe jetzt nicht das Blatt einmal komplett vorher durchgerechnet gehabt, weil da hatte ich diesmal dann tatsächlich nicht die Zeit für. Ja. Gut, dann Runden müssen wir hier aber. 1, 1, 0. Auf 4 Nachkomma stellen. Wie gesagt, bei euch dann 8 Nachkomma stellen in der Aufgabe. Und dann den letzten Schritt ist dann den bitte nicht vergessen, weil das sind dann verschenkte Punkte. Wenn ihr denkt, ihr habt alles berechnet, am Ende die Angabe nach IEEE 754. So, und unsere Berechnung, es ist am Ende auch wieder es ist ja eine positive Zahl rausgekommen, das hattest du ja vorhin einmal kurz erwähnt. Also wir haben hier nicht irgendwie was, wo wir uns mit anderen Zahlen beschäftigen müssen. Ergibt auch irgendwie Sinn, wir haben einfach nur zwei Zahlen addiert. Und damit ist das Vorzeichen positiv. Das war ja 0. Also Vorzeichen wird es nicht gesetzt. Dann kommt der Exponent. Von wo nehme ich jetzt den Wert für den Exponenten? Ich weiß, dass du es weißt. Ich gebe den anderen auch immer nur eine Chance, auch mal kurz drüber nachzudenken. Na, also, wir haben ja eine Zahl berechnet und vorher haben wir die Exponenten angeglichen. Also, das heißt, wir haben hier den angeglichenen Exponenten für unsere Berechnung. Ist das auch immer noch der Exponent, der jetzt relevant ist? Wo hätte der Exponent sich gegebenenfalls ändern können zwischendurch? Okay, wenn du möchtest, immer noch möchtest, dann dürftest du jetzt sonst. Wir haben sozusagen im ersten Schritt die Exponenten angeglichen an den größten, also den höheren Exponenten. Und weil die Normalisierung entfallen ist, im Schritt 3, ist es halt so, dass es einfach der gleiche Exponent ist, weil theoretisch hätte es ja sein können, dass der Exponent sich nochmal geändert hätte, aber hier entfällt das und deswegen bleibt der Exponent gleich. Also wir übernehmen einfach den Exponenten von a.
Genau, richtig. Also wir können hier noch weiter mit dem angeglichenen Exponenten, also wir nehmen den, übernehmen den angeglichenen Exponenten. Wenn wir hier normalisiert hätten, dann hätten wir den entsprechenden Exponenten nehmen müssen, der danach rausgekommen wäre, nach der Normalisierung. Eine Sache berücksichtigen, achtet darauf, IEEE 754, hier haben wir das Ganze ja beim Exponentenangleichen auch nochmal in dem anderen Format geschrieben. Also in dem umgewandelten, das ist ja nicht mehr nach IEEE 754 mit Access 127 Darstellung. Wir brauchen jetzt den hier oben, den wir bei A schon hatten, weil wir haben B auf A angepasst und das Ganze in Access 127 Darstellung ist dann dieser hier. Dazu kommt noch die Mantisse, die ersten vier Stellen. Und damit ist das dann auch die Angabe der Zahl. So, jetzt könnte es natürlich sein, dass wir nicht nur addieren, sondern dass wir auch subtrahieren. Nehmen wir mal die gleichen Zahlen. Bei der Subtraktion, wie sieht das da jetzt aus? Also wenn ihr euch erinnert, dass wir auch manchmal so dieses Thema hatten mit Komplementdarstellung, dass das ja auch um negative Zahlen ging, haben wir am Ende des Tages bei einer Subtraktion ein ähnliches Vorgehen wie bei der Addition. Weil die Frage ist ja immer nur, addieren wir irgendwie was Positives oder was Negatives? Das heißt, der erste Schritt wird damit ähnlich sein. Und danach haben wir quasi eine Auswahl, wie wir weiter vorgehen. Möchtest du? Exponentangleichen bleibt halt gleich, aber der Schritt, der ist halt, also der ist halt der gleiche wie davor. Da wir a minus b rechnen wollen, heißt es, dass wir von der Mantisse b, würde ich sagen, das Komplement bilden, das zweite Komplement, weil dann können wir die ja wieder addieren, weil der Exponent bleibt ja gleich, ob wir jetzt addieren oder subtrahieren, macht keinen Unterschied. Aber ich habe mich nur gefragt, ob wir jetzt dann obwohl, nee, alles gut. Ja, also, würde ich jetzt sagen, dass wir das Komplement bilden, also von 1,0000, da wir halt vier Nachkommastellen haben wollen, würde ich halt sagen, dass wir das nur auf diese vier Nachkommastellen dann begrenzen. Okay, also wir wollen das Ganze mit Komplementrechnung machen. Genau, man könnte jetzt auch klassisch einfach subtrahieren, aber da wir ja Komplemente auch geübt haben, ist das eigentlich auch die schönere Variante. Erster Schritt, wie eben, Exponenten angleichen. Das heißt, unser b hatte dann den Wert 0,140 mal 2 hoch 4. Und dann wollen wir die Mantissen, bleib's mal in Anführungsstrichen, subtrahieren. So, wir haben einmal die Mantisse von A, 1,0100. Und statt zu subtrahieren, addieren wir die Mantisse von 1. Mantisse von 1, ja, okay. Ich bin auch schon ein bisschen durch, Entschuldigung. Also statt zu subtrahieren, addieren wir die Mantisse von b. Und das wäre ja 1,0 an sich. Das Ganze müssten wir dann einmal in Zweierkomplement umwandeln. 1,0 wird zu 0,111. 1 ist einer Komplement, ne, ihr erinnert euch, invertieren, 0 mit 1, 1 mit 0 und dann noch eine 1 auf die letzte Stelle drauf. Das heißt, die vier Einsen flippen einmal zu einer 0 und ganz vorne haben wir dann die 1.
mich in Mantisse von B invertiert und nicht den. Ich frage mich gerade auch, ja, ich habe irgendwo, danke, danke, danke. Ich habe mich gerade gefragt, irgendwas passte gerade nicht. Danke. Ja, wir haben ja genau, wir haben ja Mantisse angeglichen, damit wir, also Exponenten angeglichen, und da müssen wir natürlich hier die Mantisse nehmen. Ja. Also ist das 0,1 mit den entsprechenden Nullen gewesen. Das flippen wir jetzt. Das heißt, das sind 2, 3, 4 Einsen, eine 0 und eine 1. Das sieht jetzt besser aus, ne? Gut. Ja, dafür brauche ich euch manchmal auch, dass ihr mit drauf aufpasst, dass ich nicht irgendwie Mist baue hier. Gucken wir mal. Ich glaube, wir haben hier ein paar Überträge. Und von hinten angesehen. Eine Das ist ein. doch jetzt ein Kompliment. Muss ich nicht noch eins dann addieren, auch das finde ich selbst. Ja, danke. Danke. Einer Kompliment. Machen wir das Zweier-Kompliment raus. Eins, eins, vier. So, eins drauf addiert auf die letzte Stelle. Besser. Macht's auch das einfacher zu rechnen. Also, hinterm Komma. Eins, eins und Nullen. Vor dem Komma haben wir einen Übertrag vorliegen. Ungefähr. Da. Das heißt, wir kommen auf einen Wert von erstmal 1, 0,11 und dann noch 3 Nullen sind das dann. So, wir haben ja jetzt gerade mit Zweierkomplement gerechnet, weil wir sagen, wir wollen eine Subtraktion machen. Wir erinnern uns vielleicht nochmal an die Rechnung mit Zweierkomplementen. Jetzt haben wir hier einen Übertrag. Also in den Überlauf. Das heißt, was sagt uns das an der Stelle über unser Ergebnis? Ja? Alles positiv, also können wir das Ergebnis außerhalb, also innerhalb des, abgesehen von diesem Übertrag einfügen. Richtig, genau. Also der Übertrag ist für uns so der Hinweis, diese Zahl ist positiv. Ich trenne das mal hier deswegen so ein bisschen mit dem Trennstrich ab, weil dann ist die Zahl, die wir dahinter berechnet haben, ist dann unser Ergebnis schon. So, Audio wieder da. Audio gerade mal kurz weg gewesen. Ich wiederhole sicherheitshalber nochmal das noch, weil ich jetzt nicht weiß, ob das auch auf der Aufzeichnung ist oder ob das online angekommen ist. Also, wir haben hier den Überlauf gehabt. Diese Zahl trennen wir ab. Das ist der Hinweis für uns, dass das Ergebnis dahinter eine positive Zahl ist. Hätten wir das nicht, hätten wir die Zahl in, hätten wir eine negative Zahl gehabt in Zweierkomplementschreibweise, und um herauszufinden, welche Zahl da eigentlich hintersteckt, hätten wir die noch einmal dann umwandeln müssen, hätten wir dann quasi das Zweierkomplement vom Ergebnis gebildet. Okay, ja, dann die gleichen Sachen wie eben. Guck so ein bisschen auf die Zeit. Wir wollen ja auch noch die anderen Themen erreichen. Wir müssen einmal schauen, Normalisierung, ob das vorkommt. Und was haben wir? Wir haben 0,11. Ist das normalisiert oder nicht? Müsstet ihr jetzt sagen können mittlerweile. Liegt die Zahl schon als normalisierte Zahl vor? 0,11. Ich sehe da so ein verlegenes Kopfschütteln. Genau, also die Zahl, das ist nicht normalisiert, weil wir haben 0 vorm Komma. Wir brauchen eine 1 vorm Komma. Das heißt, wir verschieben das Komma einmal. Also 1,1. Ja,
Dann sind noch drei Nullen dazu über. Heißt aber auch, dass unser Exponent sich verschiebt. So, und wir haben die Zahl, wir haben unsere Zahl vor dem Komma größer gemacht. Das heißt, unser Exponent muss kleiner werden. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch den 2 hoch 3 vorliegen. Dann schauen wir nochmal, ob Rundung nötig ist. Wir haben direkt schon vier Stellen für die Mantisse hier. Rundung entfällt hier. Und dann können wir das Ganze angeben nach IEEE 754. Das Vorzeichen. Also unser Ergebnis war ja auch positiv geblieben. Das heißt, unser Vorzeichen ist hier positiv. Unser Exponent, den wir angeglichen haben, es ist jetzt ja nur noch 2 hoch 3, also wir sind wieder runtergegangen auf den Exponenten von b, das ist der hier oben, mit dem Offset vom Exzess 127. Und dann kommt die Mantisse 1 und 3 Nullen. Und das sind unsere obersten vier Stellen der Mantisse. Und damit hätten wir auch eine Subtraktion durchgeführt. Subtraktion dadurch, dass wir mit dem Zweierkomplement addiert haben. Okay. Dann eine Rechenart sollt ihr auch noch machen, die Multiplikation. Wird noch fleißig geschrieben, soll ich noch kurz warten? Oder passt? Ah, okay. Gut. Multiplikation. Wir nehmen die gleichen Werte. Und das ist jetzt ein kleines bisschen anders als bei der Addition und Subtraktion. Weiß jemand zufälligerweise, wie das bei der Multiplikation funktioniert, schon mal damit irgendwie beschäftigt? Ich verrate mal so viel, wir müssen nicht die Exponenten angleichen. Ja? Also wir können bei der Multiplikation von den Exponenten ja einfach dann die addieren. So, das ist halt Potenzgesetz. 2 hoch m mal 2 hoch n ist halt 2 hoch m plus n. Also das ist dann, kann man einfach so zusammenrechnen. Und die anderen sind halt einfach nur so ein Vorfaktor, die kann man dann auch einfach mal zum Miteinander multiplizieren, wie wir das gelernt haben. Genau, also wir dürfen es tatsächlich relativ einfach auseinandernehmen. Du hast recht, wir können die Exponenten addieren. Auf eine Sache müssen wir dann allerdings aufpassen. In welcher Form liegen unsere Exponenten vor? Die sind ja in IEEE 754, also in Exzess 127 Darstellung. Was passiert, wenn ich die jetzt miteinander addiere? Dann habe ich meinen normalen dualen Exponenten und meinen von der Zahl a und meinen normalen dualen Exponenten von der Zahl b. Und jeder dieser Exponenten hat durch den Exzesswert ein Plus von 127. Das heißt, was addiere ich dann, wenn ich die Exponenten addiere? Also ich addiere dann den Exponent von a plus 127 plus den Exponent von b plus 127. Das heißt, ich addiere zweimal 127, wenn ich das in dieser Darstellung mache. Das heißt, ich werde oder wir werden gleich einmal dann noch dran denken müssen, dass wir einmal 127 wieder abziehen, weil wir eben zu viel addiert haben beim Exponenten. Kleiner Stolperstein, da einmal bitte aufpassen. Okay, gehen wir schrittweise durch. Aber vom Grundsatz her genau richtig schon beschrieben. Eine Sache machen wir hier mal als erstes. Da wir eine Multiplikation machen, können wir das Vorzeichen einmal klären. Ist ähnlich, wie ihr das, sage ich mal, vom ganz normalen alltäglichen Multiplizieren irgendwo kennt. Wenn ich plus mal plus mache,
also zwei positive Zahlen multipliziere, dann kommt auch was Positives dabei raus. Wenn ich eine positive und eine negative Zahl multipliziere, dann kommt was Negatives raus. Und wenn ich zwei negative Zahlen multipliziere, dann kommt was Positives dabei raus. Und das heißt für uns hier an der Stelle, ich habe hier zwei positive Zahlen genommen. Das heißt, mein Vorzeichen wird dann den Wert 0, jetzt schreibe ich schon eine 1, 0, 0 haben. Tschüss. Viel Spaß beim Training. Genau, dann können wir zum Beispiel die Exponenten addieren. Beziehungsweise nein, wir machen als erstes die Mantissen multiplizieren. Und wie das funktioniert, ich meine, wir hatten doch Dualmultiplikation hatten wir ja auf einem der letzten Blätter schon mal gehabt. Ne? Das wird zwei, also im Endeffekt ist das eine schriftliche Multiplikation. Ihr schreibt die Zahlen nebeneinander. Die war 1, 0, 1, 0, 0 mal 1, 0, in dem Fall 4 Nullen. Also für uns ist das jetzt hier einmal einfach, weil das ist einfach nur Multiplikation mit 1. Aber wenn ihr das zu Hause macht, ne, dann macht ihr das mit den Zahlen, oder, ne, ganz normal und schreibt dann die Zahlen jeweils drunter, wenn es eine 1 ist, addiert das Ganze zusammen und habt dann auch das Ergebnis. Also schriftliche Multiplikation. Hier recht einfach abzuleiten, 1,0100. Dann müssten wir hier schauen, ob wir das Ganze normalisieren müssen. Entfällt aber, weil 1,0100 ist auch schon normalisierte Form. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, den Exponenten zu addieren. Und das können wir auch, diese Addition können wir in der IEEE 754-Schreibweise durchführen mit dem Exzesswert. Und dann werdet ihr eben sehen, das, was wir schon angesprochen haben. So, ich mache jetzt hier nochmal kurz ein bisschen Platz. Das, was wir angesprochen haben, wir sehen, wir haben jetzt zwei achtstellige Exponenten addiert und sind auf eine neunstellige Zahl gekommen. Das wäre ja viel zu groß für das, was wir an Bits zur Verfügung haben. Und das liegt einfach daran, dass wir die 127 hier zu viel drin haben. Die müssen wir jetzt nochmal abziehen. Das heißt, wir nehmen das Zwischenergebnis unserer Exponentenrechnung, ziehen die 127 ab oder addieren das mit dem Zweierkomplement. Also 127 ist ja 0 und 7 Einsen. Also eine 1 mit 7 Nullen wäre ja die 128. Eine drunter die 127 ist also eine 0 mit 7 Einsen. Und das würden wir jetzt quasi einmal invertieren zu 1, 3, 4 Nullen, einer Komplement plus 1 auf die letzte Stelle, zweier Komplement. Sorry, da habe ich schlecht geschoben. So sieht es besser aus. Gut, gibt uns dann eben diesen Wert. Und unser Überlauf ist dann da auch einmal größer als was wir haben. Und unsere 8 Stellen ist dann unser Exponentenwert, den wir dann haben.
An der Stelle hier? Genau, wir haben die Zahl hier oben, ist ja das Ergebnis der beiden Additionen hier links. Wir haben den Exponenten von a genommen, der hier oben. Wir haben den Exponenten von b genommen. Haben das Ganze addiert. Und haben jetzt eben das Problem, dass wir im Endeffekt 4 plus 127 plus 3 plus 127 gerechnet haben. Damit haben wir zweimal diesen Exzesswert da drin. Den müssen wir abziehen, weil wir den nur einmal drin haben sollen. Weil wenn ich jetzt nicht in Exzessschreibweise hätte, hätte ich ja das Ergebnis haben wollen von 4 plus 3, also 7. Das heißt, mein Exponent muss eigentlich 7 sein, plus 127 für Exzessschreibweise. Und deswegen addiere ich das Ganze mit dem Zweierkomplement nochmal, um das Ganze ja, dann einmal wieder abzuziehen, damit ich die 127 wieder raus habe. Genau, und was darf ich nicht vergessen am Ende? Um den letzten Punkt zu kriegen an der Stelle. Die Angabe nach IEEE 754. Es klingt manchmal so banal, aber das sind so Kleinigkeiten, wo man dann einfach Punkte verschenkt und deswegen erwähne ich es dann doch immer nochmal so explizit. So, was hatten wir gesagt? Unser Vorzeichen ist 0, dann der Exponent und zum Schluss die Mantisse ohne die führende 1. Das heißt 0, 1, 0, 0. Und damit haben wir auch da dann die Angabe einmal durch. Bei der Hausaufgabe achtet dann darauf, dass ihr dann beim Vorzeichen die eine Zahl ist dann auch nochmal negativ. Also dann entsprechend auch schaut, wie ihr damit umgeht. Ihr habt auch mit dem Zweierkomplement dann auch nochmal das Handwerkszeug, dass ihr auch das dann noch mit berücksichtigen könnt. Okay, dann würde ich sagen, mache ich nochmal einen Kurs. Kleinen Kurs, Exkurs. Heute echt schwer mit dem Satzbau. Exkurs zum Thema Größen von Gleitkommazahlen. Denn ich weiß nicht, wie weit ihr euch das Aufgabenblatt schon angeguckt habt mit Aufgabenblatt Teil 2 und 3. Es geht da ganz viel darum, dass man irgendwie Abstände zwischen Zahlen eigentlich hat. Und das kann Auswirkungen haben oder dass man eben schauen muss, ja, wie man damit dann eigentlich noch rechnen kann. So, und in der Vorlesung sollte etwas drangekommen sein, was man auch zum Beispiel sonst auch bei Wikipedia sich nochmal anschauen kann mit einer Grafik. Ich habe es jetzt mal bei Wikipedia rausgenommen. Und zwar, welche Zahlen, Gleitkommazahlen eigentlich darstellbar sind. Hier ist das für verschiedene Mantissenlängen gemacht. Also, wenn ich mehr Nachkommastellen zur Verfügung habe, dann sieht das anders aus, als wenn ich weniger habe. Und hier unten, das sind dann die Zahlenbereiche von 0 bis minus 4 und bis plus 4 als Beispiel. Das heißt, hier würde halt eine Zahl von 0,5 liegen und die Frage ist, kann ich die Zahl mit einer Gleitkommazahl darstellen oder nicht? Und wir sehen zum Beispiel, überall wo ein Punkt ist, das kann ich exakt darstellen mit einer Gleitkommazahl. Also die Zahl 1 lässt sich bei einer Mantissenlänge von 1 schon darstellen als exakte Gleitkommazahl, die Zahl 1,5 aber nicht. Ne, die wäre hier. Hier fehlt ein Punkt. Mal bei einer Mantissenlänge von 2 wäre das allerdings möglich. Und so ist das ungefähr grob zu verstehen. Das ist also der eine Punkt, dass ich dann sehe, ich kann mehr Zahlen an sich darstellen, wenn ich eine längere Mantisse habe. Das andere ist aber auch, wenn ihr guckt, dann seht ihr, dass das nicht gleich verteilt ist, sondern es gibt bestimmte Bereiche, da kann ich einfach das viel besser darstellen. Hier so um den Bereich der 0
kann ich schon sehr früh sehr viele Zahlen darstellen. Und wenn ich dann nach außen gehe, das sieht man hier bei Mantissenlänge 4, sieht man das wirklich schön. Wenn ich dann nach außen gehe, dann gibt es hier den Bereich von 1 bis 2. Da kann ich, da fängt das schon an, da gibt es schon so viele Zahlen, die ich nicht mehr darstellen kann. Aber wenn ich noch weiter rausgehe, dann sind das noch mehr Zahlen, die ich nicht darstellen kann. So. Das solltet ihr so ein bisschen im Hinterkopf haben für das, was wir jetzt in 2 und 3 haben. Das ist immer so ein bisschen. Ja, dass es einfach Zahlen gibt, die wir nicht darstellen können. Und es sind halt mehr Zahlen, also in der Nähe der Null oder zumindest dichter zur Null hin, kann ich einfach mehr darstellen. Und nach außen hin werden die Abstände immer größer der darstellbaren Zahlen. Was heißt das dann auch im Schluss für zwei benachbarte Zahlen? Wie ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Zahlen, wenn ich dichter bei der Null bin? Und wie ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Zahlen, wenn ich weiter weg bin? Versucht das mal sonst so in euren Worten zu sagen. Der Abstand zwischen genau zwei benachbarten Zahlen, dichter bei der 0 und weiter weg bei der 0. Also weiter weg, ja? Zwischen zwei benachbarten Zahlen ist, weil dann in der Nähe von der 0 immer kleiner und je weiter man weg von der 0 geht, so sagt, dann wird Abstand größer. Genau. Also dicht bei der 0 ist der Abstand sehr klein zwischen zwei benachbarten Zahlen und weiter weg ist der Abstand deutlich größer. Ja, und jetzt 5,2. Gibt es hier ja einmal dieses Beispiel, dass man einmal den Gleitkomma-Wert Double A gleich 0,1 hat und einmal Double B gleich 0,3. Und im Beispiel gezeigt wird, dass wenn man jetzt einfach 3 mal 0,1 rechnen würde, dann würde man denken, ach ja, ne, müsste ja 0,3 rauskommen, das gleiche. Nun ist das aber so, dass da die Darstellung nicht ganz gleich ist, weil hier sieht man es jetzt natürlich nicht mehr in der Grafik, hier ist das so ein bisschen vereinfacht. Aber da leider eben auch schon Ungenauigkeiten sind, also die nicht genau gleich dargestellt werden können. Und deswegen wird in dieser Beispielrechnung das immer ein False geben. Auch wenn intuitiv wir als Mensch sagen würden, 3 mal 0,1 ist doch wie 0,3. Funktioniert nur leider nicht bei Gleitkommazahlen. So, jetzt wird in A gesagt, ein naheliegender Ansatz ist daher, zwei Zahlen als gleich anzusehen, wenn der Absolutwert ihrer Differenz kleiner als eine vom Benutzer vorgegebene Konstante ist. Das heißt, man zieht die Zahlen voneinander ab und man hat einen Wert vorgegeben, wo man dann vergleicht, ist der Abstand da jetzt kleiner. Und wenn der kleiner ist als dieser Wert, Apps hat man, ist eine willkürliche Festlegung, ne? Also an der Stelle. Wenn der Wert dann kleiner ist, dann sollen die Zahlen als gleich angesehen werden. Ja, und die Frage, die ihr beantworten sollt, ist, welchen offensichtlichen Nachteil hat dieses Verfahren? Wenn ihr jetzt an das denkt, was wir eben uns angeschaut haben hier, oder den Zahlenstrahl, den ich immer noch habe, was ist dann vielleicht das Problem von dem Verfahren, wie es da in A beschrieben wurde? Ich ziehe die Zahlen voneinander ab, die ich vergleichen will, und vergleiche das mit einem festgelegten Wert, einer Konstante am Ende des Tages. Machen wir es sonst mal mit einem anderen Wert. Nehmen wir mal nicht
die einmal, was ist das da, einmal 2 hoch minus 12. Sagen wir einfach, definieren wir eine, das ist gleich, wenn der Abstand kleiner, nehmen wir mal 0,5 ist. Und gucken uns jetzt mal diesen Zahlenstrahl an. Also zwei Zahlen sollen gleich sein, wenn es kleiner 0,5 ist. Was würde dann hier an der Stelle bei den beiden Zahlen passieren? Die hier. Achso, jetzt habe ich gerade den Text. Die beiden hier, die ich jetzt mal unterstrichen habe. Würde er die als gleich ansehen oder nicht als gleich, wenn wir jetzt 0,5 mal als willkürlichen Apps-Wert nehmen? Ja? Genau, dann würde er hier sagen, das wären die gleichen Zahlen. Wollen wir eigentlich vielleicht gar nicht. Was ist, wenn ich die beiden hier nehme? Genau, da funktioniert der Wert. Das heißt, eine große Problematik, die ich habe, ist welche? Ja? Unser Selbstwert ist ja einfach nur ein Vergleichswert, aber wir haben ja auch, je länger die Mantissenlänge ist, eine kleinere Differenz zwischen den Zahlen. Und wir können dann nicht mehr präzise sagen, also nicht mehr präzise zwei Zahlen unterscheiden. Okay, das ist ein guter Punkt. Der ist hier, glaube ich, gar nicht so stark berücksichtigt. Aber es stimmt schon, wenn die Mantisse länger ist, haben wir mehr Zahlen, die wir darstellen können erstmal. Und dann müssen wir abhängig davon auf jeden Fall schon mal einen kleineren Wert wählen. Weil es stimmt schon, wenn ich jetzt hier oben den Wert 0,5 nehme, dann kann ich selbst in dem Bereich hier irgendwie mal eben locker vier Werte, die plötzlich als gleich angesehen werden. Also das. Das hängt definitiv mit der Mantissenlänge auch zusammen und welche Zahlen ich darstellen kann. Ich will noch auf einen anderen, noch einen zweiten Punkt hinaus. Und zwar dieses, wenn ich jetzt hier nicht 0,5 genommen hätte, sondern ich, ja, wobei mit 0,5 reicht es auch an der Stelle, aber ich vergleiche das jetzt mit anderen Zahlenwerten. Der Wert, es kann sein, dass an einer Stelle er funktioniert, ne? Weil die Abstände passen. Aber es kann sein, dass es an einer anderen Stelle eben dann nicht funktioniert. Und das hängt eben davon ab, wo ich was darstellen kann. In der Nähe der Null will ich ja eigentlich dann immer brauche ich einen kleinen Wert, weil ich will ja nicht fälschlicherweise zwei benachbarte Zahlen als gleich ansehen. Ja, das heißt, ja, die große Frage ist dann eben, was ist dann eben der Schwellwert? Und den herauszufinden ist, dafür muss man also mindestens ja wissen, was hat man eigentlich für Werte. Und das ist immer da ein bisschen schwieriger. Gut, das sind so ein paar Sachen, um die es in A geht. Also es geht dann wirklich ja eben darum, dann zu beschreiben, was ist der Nachteil an diesem Verfahren mit dem absoluten Wert. Jetzt gibt es ja noch den Unterschied oder die Frage, wenn ihr das Ganze mit einer relativen Abweichung macht, also nicht einer absoluten, sondern einer relativen. Das ist wahrscheinlich erstmal die grundlegende Frage, okay, was ist damit eigentlich gemeint? Was bedeutet das denn jetzt, wenn wir über relative Abweichung reden? Ich versuche das sonst mal mit einem anderen Beispiel euch darzustellen. Da müssen wir mal eine neue Ebene. Da will es nicht. Wenn ich zwei Werte vergleiche, zum Beispiel 0,05
0,51 und 0,5. Beziehungsweise 0,50. Und ich nehme den absoluten Wert der Abweichung. Dann ist das ein absoluter Wert von 0,01. Und das Gleiche kann ich dann auch mit einer höheren Zahl machen. Also wenn ich 100,51 nehme und ich nehme 100,50, dann wäre, wenn ich jetzt einfach nur die absolute Abweichung mir anschaue, das auch wieder einfach nur 0,01. Also die tatsächliche Abweichung zwischen dem vielleicht berechneten Wert, das wäre dann hier vielleicht der berechnete Wert, von dem gewünschten Wert, das, was ich eigentlich haben wollte. Das heißt, hier würde es immer gleich bleiben. Das wäre jetzt so das, was wir eben hatten mit So, das zweite wäre jetzt aber dann das Relative. Das ist dann quasi die relative Abweichung der beiden Werte. Und da macht das halt einen Unterschied, wenn ich jetzt die in Relation mir anschaue. Naja, dann sehe ich schon, das ist das, also dann spielt der eigentliche Wert da noch mit rein. Dass ich dann eben auch schaue, was habe ich für einen Wert. Hier habe ich einen relativ hohen Wert und dadurch habe ich eine sehr kleine Abweichung. Das müsste es irgendwie sowas in dem Bereich von irgendwie circa 0, ich glaube 0,01% oder so dann liegen am Ende, weil ich berücksichtige, dass der Wert so groß ist. Und wenn ich das Gleiche aber mit dem kleinen Wert mir anschaue, 0,51 zu 0,5, da wäre ich irgendwie, glaube ich, bei irgendwie knapp 2%, weil der Wert selber halt kleiner ist. Das heißt, im Vergleich zu dem Wert, den man selber ist, ist bei der relativen Abweichung, ist dann beim kleinen Wert, macht das viel mehr aus, wenn ich eine Abweichung habe. So, wenn ihr euch dann Verfahren überlegen wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch so Sachen schon noch überlegen. Okay, irgendwie die Differenz der Zahlen muss da rein. Und dann nochmal, ja, aber schauen, wie ihr die Größe der Zahl da noch mit einbringen könnt. Also das ist das, worum es da in diesem Teil einmal geht. Kein riesig großes Verfahren, aber halt das dann zu berücksichtigen. Und natürlich gibt es dann auch die Frage, und das ist dann direkt in C, ob auch dieses Verfahren Nachteile hat. So als kleiner Tipp, das spielt so ein bisschen wieder darauf zurück, auf das, was wir hier auch haben, also mit diesen unterschiedlichen Abständen, unterschiedlichen Darstellbarkeiten. Überlegt euch nochmal bei einer relativen Geschichte dann auch, wie ist denn das eigentlich, wie ist die relative Abweichung zwei Zahlen zueinander? Und ihr werdet hoffentlich feststellen, dass die in dem einen Bereich deutlich höher ist als in dem anderen Bereich. Und ja, jetzt haben wir zwei verschiedene Verfahren. Was könnte man sich dann also vorstellen, was man vielleicht machen könnte?
Ihr habt dann irgendwie einen absoluten Vergleich gehabt, ihr habt einen relativen Vergleich gehabt. Eine Idee, was man so, weil vielleicht das eine. Na sonst schaut euch an, für welchen Zahlenbereich das eine vielleicht ganz gut funktioniert und wo es vielleicht nicht so gut funktioniert. Also wir haben ja bei der absoluten, beim absoluten Wert haben wir ja festgestellt, dass man, wenn man jetzt einen sehr kleinen Wert beispielsweise nimmt, dann in der Nähe der Null ist das ja erstmal so kein Problem. Das Problem fängt ja erst an, wenn man weiter weggeht. Schaut euch dann vielleicht mal an, wie das mit der relativen Darstellung ist, wo das passt. Und es hat ja keiner gesagt, dass ein Programm für einen Vergleich von Zahlen nur eine der beiden Varianten nutzen darf. Und vielleicht ist das Beste aus beiden Welten dann irgendwie die Lösung für C. So, mehr sage ich jetzt nicht, den Rest müsst ihr machen. Aber ihr seht jetzt, warum ich mit dem Zahlenstrahl vorhin einmal so angefangen habe, weil sonst, dass man sich da überhaupt so reindenken kann, was eigentlich ist. Es geht ganz viel hier um die wirklich, dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wann kann ich eigentlich Zahlen, Gleitkommazahlen darstellen. Und darauf aufbauend ist dann auch 5,3. 5,3 ist gegeben ein kleiner Code und ein kleines Programm. Und die Aufgabe selber sagt es, glaube ich, schon. Ne? Um zu untersuchen, wie sich Rundungsfehler bei der Gleitkomma-Arithmetik auswirken, betrachten wir folgendes Programm, das in einer Schleife immer wieder den Wert 0,1, der sich ja in binärer Gleitkomma-Darstellung nicht exakt darstellen lässt, aufaddiert. Ja. Ich weiß nicht, wie wohl ihr euch schon mit Programmcode fühlt. Ihr seid jetzt, also wenn ihr irgendwie frisch das erste Mal mit Programmcode in SE1 in Berührung gekommen seid, dann ist das vielleicht noch so doch ein bisschen neuer für euch. Deswegen würde ich sagen, gehe ich mal ganz kurz durch die Sachen, dass ihr so eigentlich wisst, was da mit drin ist. Beziehungsweise wir können auch gemeinsam schauen. Hier oben steht ein Public Class auf 05-3. Das ist so die erste Zeile. Was ist das eigentlich? Genau, das definiert erstmal eine Klasse. Richtig. Und dann kommt ein Public Static Void Main String Args. Ignorieren wir mal den hinteren Teil. Ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet, aber Public Static Void, was sagt euch sowas denn? Public Void hattet ihr vielleicht auch nur. Public Int? Private Int? Okay, genau. Also Public sagt erstmal, dass das Objekt sichtbar ist, dass es aufgerufen werden kann. Wichtiger, noch viel wichtiger an der Stelle ist aber, das ist eine Methode. Ja, das ist erstmal eine Methode. Hier ist es halt dann eine Main-Methode. Das ist eine spezielle Methode. Das kommt in SE1, glaube ich, dann erst später. Ich genau ignoriert das. Ist nicht so wild. Alles gut. Kommt alles mit der Zeit. Also hier ist es halt die Main-Methode. Heißt nichts anderes als, wenn diese Klasse aufgerufen wird oder das Programm aufgerufen wird, das ist, Main sagt es eigentlich schon, das ist der Start. Das ist der Einstieg in das Programm. Hier ist es eh nur der Teil. Also von daher. So, also das heißt, wir befinden uns in einer Methode. Diese Doppel-Slash, das ist ja so, das ist auskommentiert. Das ist dann immer ein zeilenweises Auskommentieren. Ihr kennt es ja eventuell auch dann mit Slash Stern, dann die Sterne untereinander, Stern Slash, das ist, wenn ihr dann einen ganzen Bereich auskommentiert. Hier ist es halt zeilenweise gemacht. Dann haben wir ein Int n gleich 0. Was passiert da? Richtig, genau. Wir haben eine Variable vom Typ int, also int wie Integer, und wird mit 0 initialisiert an der Stelle. Dann haben wir float. Float hattet ihr vielleicht noch nicht explizit in SE1, oder doch?
Genau, also es ist Gleitkommazahlen. Wir reden ja auch gerade über Gleitkommazahlen. Genau, das heißt, das ist eine Gleitkommazahl, float sum, die ist hier, hat aber noch keine Initialisierung. Dann kommt nochmal eine Gleitkommazahl, float limit, mit einem Wert von 1,0 mit einem Exponenten 8. Und das F dahinter ist dann ja der Hinweis, dass das eine Gleitkommazahl ist. So, und dann kommt ein for. For, ganz viele Dinge da drin. Was ist das denn? For sum gleich 0, sum kleiner Limit, sum plus gleich 0,1. Was ist denn das irgendwie? Hattet ihr das schon mal irgendwie? Habt ihr diese Struktur schon mal gesehen? For irgendwelche Bedingungen da drin und dann passiert was? Wir fangen auf so 0 so an. Hm? Und dann jedes Mal werden wir 0,1 addieren zusammen und dann die, also jedes Mal müssen wir auch die Bedingungen suchen. Dann ist noch immer noch weniger als jemand. Genau, sehr gut. Ich weiß nicht, wie häufig ihr es schon hattet, deswegen, aber das ist genau richtig erklärt. Also es ist ja es ist im Endeffekt eine Schleife. Das heißt, alles, was hier hinter, Entschuldigung, jetzt bin ich auf dem falschen gewesen. Alles, was sich hinter dieser Klammer befindet, das ist das, was ausgeführt wird. Und das wird ausgeführt, solange die Bedingung gültig ist. Ja. Und ob das ausgeführt wird, die Schleife, das sehen wir dann hier in dem. Ich glaube, ich muss ja einmal. So. Jetzt kann ich es markieren. Das hängt halt hiervon ab, was hier drin ist. Sum wird erstmal mit 0 initialisiert. Dann wird bei jedem Schleifendurchlauf einmal sum plus gleich 0, also 0,1, also wird 0,1 addiert. Und es wird dann geprüft, ist sum jetzt eigentlich kleiner als das Limit, was ich hier oben angegeben habe. Das ist erstmal das, wie wir es hier defin im Programmcode geschrieben haben. Und insofern genau richtig erklärt. Ja, dann gibt es ja noch ein N++. Und so ein paar Sachen. Hier noch System Printout, also das heißt, hier wird nochmal dann was an Text ausgegeben, wird zusammengebaut. Da ist hier einmal die Variable Sum, die dann ausgegeben wird im Vergleich zu n mal 0,1. Das wäre dann halt hier die Anzahl der Schleifendurchläufe. Also N++ heißt, dass ich ein addiere, ein draufzähle, inkrementiere das Ganze. Soweit erstmal vom grundsätzlichen Idee des Programmcodes und das ist das, was wir wahrscheinlich erwarten würden und dann könnten wir daraus ja auch ausrechnen, wie viel Iterationen wir erwarten würden. Na, weil irgendwann ist die Abbruchbedingung erreicht und dann wäre es zu Ende. Ja, jetzt haben wir Gleitkommazahlen vorliegen. Also 53b, was passiert tatsächlich? Wir haben ein kleines Problem. Was sagt denn nämlich schon der Aufgabentext? Ganz oben über unseren Wert hier. Noch vor dem Programmcode im Aufgabentext. Was wollen wir eigentlich hier untersuchen? Wie sich Rundungsfehler auswirken. Wir betrachten folgendes Programm, das in einer Schleife immer wieder den Wert 0,1, und jetzt kommt der wichtige Satzteil, der sich in binärer Gleitkomma-Darstellung ja nicht exakt darstellen lässt, aufaddiert. So, was passiert also? Unser Programm fängt an zu addieren in der Schleife. Fröhlich, munter, ne? Kann es ja irgendwie tun. Und das will es so lange tun, bis wir beim Limit angekommen sind. So, jetzt machen wir 0,1. Wisst ihr, welche Grafik ich wieder aufmache? Die hier. 0,1. Wir fangen an.
0,1, wir addieren 0,1, wir addieren 0,1, wir addieren 0,1, wir addieren 0,1. Das ist jetzt nicht maßstabsgetreu, wo ich meine Maus bewege. Wir addieren 0,1, wir addieren 0,1, wir addieren 0,1, wir addieren und so weiter. Und wo kommen wir irgendwann hin? Seht ihr, was irgendwann passieren wird? Wir addieren immer wieder 0,1. Ja? Je weiter weg wir von 0 sind, desto mehr größer sind ja unsere Abstände. Das heißt, wir können ja eigentlich nicht mehr viel mehr. Also ist ja nicht richtig definiert. Genau, was passiert? Die Abstände werden größer, ja? So, und irgendwann ist der Abstand größer als meine 0,1, die ich addiere. Was passiert denn dann? Wie bitte? Dann habe ich eine Ungenauigkeit. Es kann sein, ne? Also es hängt dann davon ab, wie viel Abstand ich habe, wohin ich runde. Am Anfang ist es vielleicht noch groß genug, dass er doch noch aufrundet zur nächsten Gleitkommazahl. Und irgendwann wird er es nicht tun. Und was macht er dann mit meiner Addition hier? Versucht weiter 0,1 immer zu addieren. Aber er erreicht ja nicht die nächste Gleitkommazahl. Was passiert dann mit der Schleife? Stoppt sie? Hat sie, was ist die Abbruchbedingung der Schleife? Genau, sie wird sie nie erreichen, die Abbruchbedingung, weil irgendwann kommt halt der Moment, dann wird addiert, aber es wird keine, die Zahl wird nicht größer, also mein Sum wird nicht größer und damit werde ich das Limit auch einfach nicht erreichen. Ja, und damit sollt ihr dann, um dem entgegenzuwirken, in Aufgabenteil C etwas schreiben. Das Programm so umschreiben, dass es den ursprünglich angedachten Zweck erfüllt. Das heißt, ohne da jetzt auch dann ganz zu tief in die Lösung zu gehen, das heißt, ihr solltet dann einmal euch dafür überlegen, was ist eigentlich, was war der Zweck für das Ganze? Der ist ja einmal beschrieben worden im Aufgabentext, was eigentlich dieses Programm tun soll. Und wir haben festgestellt, wenn wir hier diese 0,1 addieren, funktioniert das nicht, weil irgendwann stimmen die Abstände nicht. Das wird auch nicht besser dadurch, dass ich 0,2 addiere. Also mal abgesehen davon, dass ich dann auch nicht den Wert 0,1 addieren würde, was ich ja eigentlich ja tun soll. Vielleicht funktioniert das nicht, wenn ich mit Float arbeite. Ne? Das heißt, dann muss ich ja irgendwie überlegen, da irgendwas anderes zu finden. Oder zumindest nicht so an der Stelle mit der Zählung hier. Also überlegt euch, wie ihr das im Programmtext umsetzen könnt, dass ihr die Anzahl der Additionen genauso macht, wie es eigentlich sein sollte, vom Gedanken her, von der Aufgabe, nur halt nicht funktioniert. Die Anzahl der Additionen richtig mit der richtigen Abbruchbedingung und überlegt euch, wie ihr das umsetzen könnt. Dass ihr da die Abbruchbedingung da auch dann richtig reinschreibt. Und dafür werdet ihr wahrscheinlich dann nicht das mit dem Float machen. Zumindest nicht, für unsere Zählung. Genau, also schaut euch insbesondere den Teil an, hätte ich gesagt, hier drin. Wie könnt ihr das anders gestalten? Wie häufig ihr durch diese Schleife durchlauft? Aber vielleicht baut ihr es auch anders um. Also das ist relativ frei. Wichtig ist, das Ziel am Ende zu erreichen. Genau, eine letzte Sache dazu noch. Achtet auch darauf, gegebenenfalls, dass eure Wertebereiche auch da noch stimmen. Also es bringt dann nichts, wenn ihr jetzt richtig addiert, aber dann plötzlich dann das Ergebnis in dem falschen Wert ist, weil ihr vielleicht doch noch irgendwo Float nutzt, was 32 Bits sind und nicht ausreicht. Vielleicht braucht ihr mehr. Je nach eurer Lösung. Okay, ich hoffe, damit kommt ihr so ein bisschen zurecht. Gut, dann würde ich nämlich sagen, gucken wir uns nochmal, wir haben noch circa 10 Minuten, die letzte Aufgabe an. Die ist dann wieder etwas einfacher, die ist dann zur Entspannung. Und zwar geht es um Zeichensatzkodierung. Gegeben ist euch ein Zeichensatz und irgendwo in den Vorlesungsfolien. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Seite das war. Findet ihr dann auch so entsprechende Umsetzungstabellen?
Ich habe uns da mal entsprechend was mitgebracht. Also wir haben hier auch wir haben hier entsprechend mehrere einen kodierten Text. Wer genau hinguckt, der sieht, dass das irgendwie Hexadezimalzahlen sind. Und wir haben eine Tabelle für das Ganze. Genau, welche Zeichensatzkodierung das ist, das werdet ihr entsprechend herausfinden. Also wenn ihr in den Vorlesungsfolien guckt, welche dazu auch passt. Wie kann ich das denn lesen? Hat da einer von euch schon eine Idee oder sich das gegebenenfalls angeguckt, wie ich das jetzt hier quasi ablesen müsste mit Hilfe der Tabelle? Kleiner Tipp, es sind immer zwei Zeichen, die zusammengehören. Ja? Nach bei der 53, dass man sich jetzt mal den Pin anschaut. Und wir haben ja am Rand den Code sozusagen. Und dann schaut man einmal auf dem Pferd 5 und 3, bei welchem Feld wir sozusagen sind. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Erklärung gemacht Genau, habe. wir haben 5, 3, also die zwei Zeichen gehören zusammen. Dann haben wir hier in den Zeilen, haben wir die führende Ziffer. Die müssen wir als erstes suchen. Das heißt, wir gucken in Zeile 5. Und dann müssen wir in den Spalten so weit gehen, bis wir hier die entsprechende Spalte haben. Das ist dann die 3. Und das ist dann für uns das große S. Und das muss ich dann für jedes Zweierpaar einmal machen. Achtet darauf, dass es wirklich gibt den Unterschied zwischen großen und kleinen Buchstaben. Wenn ich das jetzt mit der 74 mache, machen wir das mal so als Übung. 74, welcher, ja? Das ist ein kleines t, richtig. Das ist dann nämlich der Wert hier. Und dann noch einmal das e, 2e, Entschuldigung. Das ist ein Punkt, ja. Und das letzte, was wir einmal hier noch machen, das ist 0a. Nicht belegt. Genau, das ist hier im Bereich nicht belegt. Ich habe euch das jetzt mal damit zugeschrieben, weil es gibt da auch eine Definition für. Und zwar ist 0d ist für CR, ich komme gleich dazu, für die Abkürzung steht, und 0a für LF. Das heißt, wir hätten hier 0a, hätten wir ein LF vorliegen. Und dann kommen die anderen. Das müsste ein großes E sein, kleines L, kleines L, kleines I, kleines N, G, E und N, wenn ich mich nicht vertan habe. Und jetzt wäre natürlich ganz wichtig auch zu wissen, was ist eigentlich dieses LF? Wer von euch hat schon mal so eine richtig schön alte Schreibmaschine gesehen? Wer von euch hat mal so eine richtig schön alte Schreibmaschine bedient? Es gibt auf so einer, wenn wir uns das mal vorstellen, das ist jetzt das Blatt Papier, das habe ich eingespannt in die Schreibmaschine. Und da gibt es dann immer genau eine Stelle, wo die Schreibmaschine einen Buchstaben setzen kann. Ich tippe da auf eine Taste, wie hier auf unsere Tastatur, und dann so ein langer Hebel macht einmal plump und tippt auf eine Stelle drauf. Und die ist durch einen Wagen markiert. Das ist quasi so ein Wagen, der hier an der Stelle lang geht. Ne, das ist dann hier irgendwie so eingespannt in der Schreibmaschine. Und das ist dann der Wagen, der hier immer läuft. Und der Wagen, der geht immer mit jedem Buchstaben einen Schritt weiter nach rechts. Und immer hier drin wird dann wird der Buchstabe reingehauen. Okay, jetzt fragt ihr euch, was heißt das jetzt eigentlich mit Codierung zu tun? Ich hoffe, dass ihr das nie wieder vergessen werdet, wenn ich euch das so erkläre. Es gibt CR. Wenn ich am Ende der Zeile angekommen bin bei der Schreibmaschine, bei der klassischen, dann habe ich einmal auf die Seite draufgehauen, einen langen Hebel, und dann ist dieser Wagen ganz nach vorne zurückgegangen. Das heißt, das hier heißt, dass der Wagen an den Anfang geht. Und deswegen Carriage Return. CR steht für Carriage Return. Also der Wagen ganz an den Anfang der Zeile. Eigentlich heißt es an den Anfang der Zeile. Und das Zweite, was dann passiert, jetzt bin ich ja quasi genau über dem Text, den ich gerade getippt habe auf der alten Schreibmaschine. Ist ja doof. Jetzt will ich in die nächste Zeile, weil da will ich ja eigentlich weiterschreiben.
einen weiter runter und das macht LF und das ist der Line Feed. Und da kommt das einfach her. Ne? Der Wagen geht nach vorne, zurück, Carriage Return und in die nächste Zeile Line Feed. Und jetzt habt ihr vielleicht auch schon eine Idee, wofür das jetzt eigentlich in dem Text steht. Oder eine Ahnung. Das ist der Zeilenumbruch. Das heißt, eigentlich ist der Text auch gar nicht so, wie ich ihn hier angegeben habe, sondern am Ende wird hier sowas bei rumkommen. ST Punkt. Dann ist quasi so ein Steuerzeichen, Backslash N für einen Zeilenumbruch. Und dann habe ich das Ellingen in der nächsten Zeile. Und ich weiß jetzt gar nicht, im Aufgabentext, genau, es gibt zwei Varianten, wie ihr das antreffen könntet. Es könnte jetzt sein, dass ihr diesen Zeilenumbruch als 0D0A findet oder als 0A. Und der Unterschied ist, das eine ist ein Windows-Zeilenumbruch, ein klassischer, und das andere von Linux-Unix-System. Also ihr seht, dieses Line-Feed, nächste Zeile, das haben beide in der Codierung drin, aber Windows hat noch dieses Carriage-Return da noch mit dabei. Das heißt, das hier, wissen wir, ist von einem Windows-artigen System geschrieben worden und das hier von einem Unix-Linux. Wir haben in unserem Text nur 0a. Das heißt, das ist dann irgendwie wahrscheinlich von irgendeinem Linux oder einem Unix-artigen System geschrieben worden. Das können wir darüber dann sagen. Falls ihr in der Klausur dann das andere habt, dann wisst ihr jetzt auch, was es ist. Genau. Und wer sich das mit dem Wagen mal angucken will, der googelt mal irgendwo nach YouTube oder sucht bei YouTube nach Videos, alte Schreibmaschine. Sicherlich ganz witzig. Oder geht mal ins Computermuseum und guckt sich da irgendwie alte Dinge an. Ist auch ganz interessant hier. Also wir haben ja auch hier ein Computermuseum, falls ihr es noch nicht wisst. Gut, das war es dann auch. Fast eine Punktlandung. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Aufgabenblatt und eine schöne Woche.